Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Umfrage. Wir sehen's, wir sind mal wieder auf einem Festival und werden heute die Frauen fragen, was deren wildeste Fantasie ist. Heutiger Sponsor des Videos Rhino Shields. Grüße gehen nochmal raus, schon das zweite Mal, dass wir da zusammenarbeiten. Aber hier wird nicht viel gequatscht. Festival in Berlin, die Sonne scheint, wir gehen jetzt los. Mein Name ist Marc Eggers, Carsten, hinter der Kamera. Was machst du eigentlich hier? Das ist ja falsch. Wie alt bist du? 19. Ist da nichts drunter? Das sieht mir so aus, als ob du da nichts drunter trägst. Ja? Ja. So lasst ihr die hier rausgehen? Das ist irgendeine Fantasie, so 50 Shades of Grey. Jetzt nicht wirklich, nee. Abturner bei Männern? Behaart. Behaart? Behaart. Echt, ja? Also eine schöne Brustbehaarung, männlich, schöner Kuschelbär? Nee, also Kuschelbär ja, aber nicht mit Haaren. Wir machen heute eine Kombi-Umfrage. Wir machen Fantasien und Abturn zusammen. Was ist deine krasseste Fantasie? So eine richtig fette Orgie. Ey, wirklich? Ja, wirklich. Quatsch. Also eine Orgie mit wie viel? 10. Du hast 3 Löcher, wenn es hochkommt. Ja, und? Ist doch kein Problem. Wenn deine Mutter wüsste. Olivia! Was ist deine krasseste Fantasie? Worauf denn bezogen? Das kannst du selber aussuchen. So 50 Shades of Grey Fantasie? Na, was so in den Filmen los ist, schon gut. Ist gut? Kann man schon machen. Ja, ihr Frauen mögt das, ne? Teilweise. Teilweise, ne? Ja, nee, aber kann man ja mal sagen. Hi Mädels, wie geht's euch? Gut. Sehr gut. Was ist denn eure wildeste Fantasie? So leidenschaftlich hatte noch niemand mein Mikrofon in der Hand. Wow. Ich wünschte, ich wäre gerade mein Mikrofon. Die beiden kennen sich nicht, aber die sind beide über 2 Meter. Alter, was ist bei euch denn? Guck mal, wie klein ich aussehe, Alter. Stell die mal hin. Hey, das ist mein Humor. Ich hatte ja schon mit Frauen und Männern und nur mit Männern. Ich finde, nur Männer finde ich besser. Du willst von 10 Männern verwöhnt werden. Ja. So, an alle Männer da draußen, wenn ihr Single seid, die junge Dame ist auf Instagram, ist auch auf TikTok. Einfach mal anschreiben, wir müssen 10 Männer finden, damit wir dich beglücken können. Du kommst auch mit. Ja, natürlich. Einer muss ja sauber machen am Ende. Ne? Was ist ein Abturner bei Männern? Wenn sie nicht selbstbewusst sind und alles hinterfragen gleich weg, weil ich baue nicht deren Ego auf. So ein Flexen mit Cola, das geht gar nicht. Okay. Und zu viel Eifersucht auch, weil es heißt wieder kein Selbstbewusstsein, dem, was sie zu bieten haben. Krasseste Fantasie? Also ich sag mal so, du bist in Berlin, du hast hier Leute, die regelmäßig mal ins KitKat gehen. Ich glaube, du musst nicht fragen. Wo sind meine KitKat-Ladies, ne? Ey? Was ist der größte Abturner bei Männern? Ein Busch. Lutschen? Ein Busch! 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 Ja! Okay, bei dir? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja. Ich habe wirklich viel Spielzeug zu Hause und ich habe so Fesselspiele. Ah ja, kann man mal machen. Straße 45. Heiratest du auf dem Festival? Wie bitte? Ob du heiratest, du hast doch dein Hochzeitskleid schon an. Na, sieht das aus wie ein Hochzeitskleid? Bisschen, also steht dir gut. Sehr gut! Ich hab gedacht, jetzt läuten die Hochzeitsglocken hier auf dem Lollapalooza. Nein, das wäre schön, ne? Für alle Männer, wir drehen natürlich auch den Spieß mir wieder um. Ihr schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ist für euch bei Frauen ein absoluter Abturner? Schreibt's mal rein. Jetzt wird's wieder kalt, aber Freunde, ihr wisst, was ansteht. Sober Oktober, ab den 1. Oktober müssen wir durchziehen, ne? Kein Alkohol, keine Party, nur gutes Essen, Training von morgens bis abends. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Ich sag ehrlich, das wird einer der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Aber auch da, auch mal real und ehrlich sagen, man hat schon gut verkackt die letzten Monate. Ja? Dieses ganze Saufen und so hat angesetzt. Jetzt muss was getan werden. Ihr könnt mit dabei sein. Hashtag SoberOktober. Jetzt in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Das Mikrofon passt einfach unfassbar perfekt. Okay. Halt mal selber. I proudly present Lollapalooza. Was sind so deine versautesten Fantasien? Versautesten Fantasien? Hat man noch nicht ausgelebt, das ist nur, was man im Kopf hat. Erotische Hochzeitsnacht auf dem Lollapalooza-Festival. Ja, das ist doch sehr geil, oder? So mit ganz kurzen Sachen an und dann so ganz oben, das wäre cool. Ja, oder? Auf dem Riesenrad? Ja. Ja, ich wollte hier gleich noch eine Fahrt machen. Ja, cool, dann lass mal die zusammen machen. Mir einen Abturner bei Männern. Und wenn er dünner ist als ich. Dünner? Ja. Also er soll schon athletisch trainiert sein. Ja. Da falle ich raus. Ja, doch. Ist schon scheiße, ne? Ja, doch. Was ist so Abturner bei Männern? Kleiner B. Ist das deine Tochter? Nein. Ja, bist du? 20. Und du? 35. Ihr seid euch beide einig, kleiner Penis? Ja. Das
lassen wir so stehen. Viel Spaß euch noch. Mama und Tochter hier, ne? Sympathisch. Sie haben gerade gesagt, du bist eine, die hat tolle Fantasie. Das lebt man ja nicht aus. Das ist ja nur so im Kopf. Ach so. Ja, aber man sollte ja schon seine Fantasie noch ausleben. Lebst eigentlich. Du die aus? Aktuell nicht, nee. Warum? Naja, man muss es ja ein bisschen mit dem Richtigen machen. Guten Appetit, sieht gut aus. Absolute Upturn bei Männern. Unehrlichkeit. Oh, ja. Ja. Sonst noch was? Ich glaube so ein, ja, lächel doch mal. Das wenn das Mann zu dir sagt, ja. Lächel doch mal. Kommen wir jetzt zum heutigen Sponsor, und zwar Rhino Shield. Und die waren auch so nett und haben mir hier so passend zu meinem Zweitkanal Ran an die Banane so eine Handyhülle zugeschickt. Und jetzt wollen wir doch mal hier testen, wie gut sind die denn wirklich. Wir sind auf dem Festival. Was macht man auf dem Festival? Klar, man nimmt die ein oder andere gerne mal auf die Schulter. Und wenn dann das Handy runterfällt, dann ist scheiße. Aber haben wir eine Dame da? Ach Mensch, was für ein Zufall. Du willst mal auf meine Schulter. Ich würde es machen. Ja, machen. Kannst nichts sehen, ne? Ganz genau. Ja, und dann gebe ich dir mein Handy. Du kannst ja mal ein Video für uns machen. Carsten, jetzt kommt der Moment, wo man sich auch gut blamiert. Ui, da, ja, 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 ja. Jetzt, ja, ist, oh, 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 oh. Alter. Und jetzt sind wir am Feiern. Und sie macht das Video. Und das Handy fällt leider außersehen aus der Hand. Oh nein. Ist es kaputt? Was ist was zerkratzt? Nee. Rhino Shield, erster Link unten in der Infobox. Hülle. Die beste Hülle, die man haben kann. Ja, empfehle ich auch. Ja, mit Banane. Siehst du, mit ran an die Banane. Ja, so sieht's aus. Check's mal ab. Link unten in der Infobox. Was übrigens auch noch sehr, sehr praktisch ist, ihr könnt euch solche Grips hier ranmachen. Zack. Und dann könnt ihr sogar mit Handy in der Hand moderieren. Auch nicht schlecht, ne? Gibt sogar zwei Größen. Größer, kleiner, für dicke und für dünne Hände. Check's auf jeden Fall mal ab. Mit dem Code MARK10 spart ihr 10%. Das ist recyceltes Plastik. Tun wir noch was für die Umwelt? Danke wirklich nochmal an Rhino Shield, ne? Die zweite Kooperation. Check mal diese Grip-Dinger ab. Ist auf jeden Fall nice. Und auch gerade bei den Handyhüllen könnt ihr euch selber was designen. Es gibt so unfassbar viele Sachen, aber mein Favorite, natürlich die Bananenhüllen, ne? Ran an die Banane. Was ist das? Das ist mächtig am Bauen. Mächtig am Bauen? Ja. Was ist das? Oh, ich weiß es noch nicht. Oh. Nörken in der Kirken? Vamos a ver. Es ist die deutsche Welle oder was? Freestyle Rap, weil ich weiß, dass sie es liebt. Ich hab alles im Schrank. Was ist bei Männern ein absoluter Abtörner für dich? Wahrscheinlich keine gute Hygiene. Oh ja, Zähne putzen, duschen ist nicht verkehrt. Ja. Kommst du aus Schweden? Nee, Hamburg. Ist das echt blond? Ja, das ist. Boah, du bist die krasseste Blondine, die ich je gesehen habe. Danke. Weiß nicht, ob es Pulli ist oder Haar. Vielleicht beides. Hübsch, das war ein Kompliment. Danke. Ja. Ich finde Blondinen toll. Danke. Ja. Ja. Wo geht's für dich jetzt hin? Timmy Trumpet. Oh, da musst du rein. Ja, ja, ja. Okay, dann schnell. Mach's gut. Ciao, ciao. Boah, war die hübsch, ne? Also muss man echt sagen, die war jetzt wirklich hübsch, ne? Oder? Carsten? Boah. Also sie will gebadet werden. Wer ist dabei? Nochmal. Sie will gebadet werden. Abtörner bei Männern? Wenn sie nicht lachen können. Ich kann lachen. Achtung, zusammen. Ja, und jetzt kommt der Kuss. Achtung. Der größte Abtörner bei Männern. Arroganz auf jeden Fall, wenn sie stinken unten. Unten? Ja. Habe ich aber auch bei schon der einen oder anderen Dame mal gehabt. Oh, es riecht nach Fisch hier schon wieder, ne? Hamburger Fischkutter. Ja, dann solltest du denen mal helfen. Einfach mal duschen. Einfach mal duschen gehen. Sie will gebadet werden. Wir sind am Ende des Videos angekommen und haben heute mal die Damen gefragt, was ist ein absoluter Upturn bei Männern und was ist eure Fantasie? Hast du noch eine Fantasie am Ende? Irgendwas, wo du nachts im Bett liegst und denkst, Ich denke nichts. Da, ich denke nein, doch. Nein, 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 nein. Ich glaube, du hast einige Fantasien. Ich denke, das meiste wurde schon genannt. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Genau, schön abonnieren. Jetzt ist zu Ende. Wirklich? Wirklich jetzt, ohne Witz. Ist schade eigentlich, ne? Total. Aber weißt du, was die Leute noch machen können? Was denn? Mark 10 bei Rhino Shield 10% auf Handyhüllen. Hier hast du ein Handy. Ja, ist safe. Das ist Rhino Shield.